Heute ist es soweit, ich kann das nächste Feld kaufen. Willkommen zurück auf Felsbrunn beim Landwirtschaftssimulator 19. So, was liegt denn an? Wir müssen den Kalk überladen. Wir müssen die Felder kalken. Wir müssen die Saat ausbringen. Mal gucken, Gras, genau. Da wächst das Gras. Ist auch schon ein Wachstum, aber das muss gepflügt werden. Und ich will das hier kaufen. Land. Du. Kostet 107.000. Wir haben 123.000. Naja, du kostest zu viel. Das haben wir schon alles oft genug geguckt. 180.000. Wir kaufen dieses kleine Stück Land. Was ist denn eigentlich jetzt drauf? Muss gepflügt werden, ist klar. Ah, da sind da Feldfrüchte drauf. Sonnenblumen. Das hier drüben hat Weizen. Ein riesengroßes Weizenfeld. Das bringt hier eine große Wiese mit sich. Ah, die Versuchung ist groß. Ich will dieses Feld kaufen, aber andererseits 60.000 Euro dazu kriegen. Wenn ich hier noch einen Zyklus mache, dann könnte ich das kaufen. Nee, das ist unfair. Ich will alles auf einmal. Nein, ich kaufe das hier. Ich kaufe jetzt das da unten. So, so. Und klick. Wollen Sie? Sind Sie sich sicher? Nein. Aber ja. Ich habe ein drittes Feld. Yahoo! So, da muss ich mal gleich mal meinen Besitz begutachten. Hahaha, da ist es. Gehört dir. Sonnenblumen, jawohl. Im Wachstum. Sind nicht gedüngt und haben kein Unkraut. Ja, da würde ich mal behaupten, wir schicken mal unseren Dünger los. Toll, das ist genau der Dünger, den wir brauchen, um hier oben überzuladen, weil das ist unser Frontlader. Okay. Düngen, düngen, düngen. Du da hinten. So, mal gucken. Alles klar. Dann wollen wir mal unser neues Feld einweihen. So, are you ready? Go! Haha! Ich dünge mein eigenes Feld. Super. Haben wir das jetzt auch richtig gemacht? Bodenbeschaffenheit. Gedüngt, jawohl.
So. Super. Und hier können wir dann eigentlich mit dem Rasenmäher drüber fahren. Die beiden Bäume, da können wir abholen. Ja, naja, die sind ein bisschen krumm, da machen wir Kleinholz draus. Gut, schöner Berg. Da brauche ich ja wieder endlos Leistung, um da hochzukommen. Jetzt wollte ich mir was überlegen zum Thema, wo packen wir den Kalk hin? Am besten da rein, ja. Haha. Aber irgendwo müssen wir den abladen. Kipp ich den einfach hier rein? Das ist eine Idee. So, du fährst mal aus dem Weg. Alles klar. Und du? Fährst den Kalk jetzt? So, warte mal, wie war das jetzt? Nein, da lang. Genau. Mitlenken, gegenlenken, glücklich sein. So, jetzt I. Nee. Hä? Hier abladen. Ach so, Steuerung und I. Warte mal, ich fahre mal noch ein Stück zurück. So. Steuerung I. Das war's? Leer? Ja, super. Hat alles geklappt. Jetzt können wir den Joskin beiseite stellen. Lässt du mich hier mal bitte durch? Danke. Ernsthaft? Oh. Jetzt zeigt nicht mal, jetzt zeigt nicht mal eine Fronthydraulik. So, wo stellt man den jetzt hin? Da drüben. So. Der da drüben muss auch weg.
Holz. Den kann ich hier drüben hinstellen. Den Flug brauche ich erst nach der Ernte wieder. So. Und jetzt komme ich endlich an den Frontlader ran. Ach so. So. Ballengabel. Und Schaufel. Jetzt brauche ich natürlich noch jemanden, wo ich aufladen kann. Haha. So. Bitte, geht doch. Da hätte ich eigentlich noch viel mehr Kalk kaufen können. Da hätte ich noch viel mehr Kalk kaufen können. Und vor allem, ich brauche eine größere Schaufel. Gibt das für Stoll eigentlich größere Schaufeln? Mach mal aus hier. P. Schaufeln. Frontlader. Wir haben die hier. Einmal. Passen rein. 940 Liter. 1700 Liter. Das wäre doch was. Universalschaufel mit 600 Liter, Erdschaufel mit 700 Liter,
Das war's. Also wäre diese hier Frontladerschaufel FZ30, FZ60, den haben wir ja. Mit 1700 Liter eigentlich die beste. Jo. Klingt gut. Die kaufen wir. So. Zurück, zurück. So, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, wie viel haben wir jetzt schon drinne? 2000, 25%. Reicht das? Nein. Reicht nicht. Ich würde sagen, wie viel Kalk liegt da noch? Genug. Ich hole jetzt die neue Schaufel, dann machen wir Schluss und nächste Folge. Randaleleuchte an. Wir fahren ja schließlich auf die Straße. Nächste Folge machen wir dann den Kalk fertig, kalken das Feld. Klingt nach einem Deal. So. Dann können wir eigentlich die alte Schaufel verkaufen, wa? Alte abwerfen. So schnell vergrößert man sich. Jawohl, passt. Sieht doch gut aus. Und die kleine? Wird verkauft. So, alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich mich auf den Rückweg und sage dann von hier aus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.